Wie heißen Sie und was machen Sie beruflich? Mein Name ist Lenke Wischhusen. Ich bin hauptberuflich Unternehmerin im Bereich Verpackungsmaterialien. Sono Antonella Nonino e con la mia famiglia produco grappa in Friuli. Sind Sie verheiratet? Haben Sie Kinder? Nein, ich bin nicht verheiratet und auch noch keine Kinder. Sono sposata e ho due bambine, una di 15 e una di 12 anni. Um wie viel Uhr beginnen Sie morgens mit der Arbeit? Meist bin ich um 7:45 im Büro. Normalmente verso le 9 del mattino, durante il periodo della distillazione. Ovviamente non ci sono orari, perché lavoriamo giorno anche di notte, il sabato e la domenica fino alle 2 del pomeriggio. Wie viel Zeit verbringen Sie am Mobiltelefon? Das Mobiltelefon ist immer dabei und mein Büro ist mein Auto und daher sehr, sehr viel Zeit. E il cellulare purtroppo è diventato ormai uno strumento anche di lavoro. Fortunatamente mentre sono in ufficio il cellulare non prende e quindi ho dei momenti anche di pausa. Worauf können Sie bei der Arbeit nicht verzichten? Sonnenschein, Schokolade und gute Laune. Di tanto entusiasmo. Arbeiten in Ihrem Unternehmen mehr Männer oder mehr Frauen? Das ist fast identisch. Wir haben 60% Männeranteil und 40% Frauenanteil. Più donne. Was würden Sie heute machen, wenn Sie nicht die Leitung des Familienunternehmens übernommen hätten? Ich glaube, ich wäre selbstständige Schmuckdesignerin. Avrei studiato filosofia. Wie lange dauert Ihr Urlaub für gewöhnlich? Meistens nur ein Wochenende, viel mehr Zeit bleibt leider nicht. D'estate riesco a fare anche 2 settimane e d'inverno una settimana di solito in montagna. Nennen Sie 3 Eigenschaften, die unentbehrlich sind, um ein Unternehmen leiten zu können. Einfühlungsvermögen, die Kunst zur Motivation und Kommunikationsstärke. Una salute di ferro, tanta determinazione e una voglia di conoscere a fondo il mestiere di cui ci si occupa. Nennen Sie eine Ihrer Schwächen. Perfektionistischer Ordnungssinn. Katastrophe. Sono molto orgogliosa. Sagen Sie ein Wort auf Italienisch. Habe ich heute im Taxi gelernt. Pasta, Pizza, pronto. Sagen Sie ein Wort auf Deutsch. Super! Was gefällt Ihnen an Italien? Ganz besonderer Lebensstil ist und so eine ganz schöne Lebensfreude. Was gefällt Ihnen an Deutschland? Questo grande rigore, questo grande anche rispetto del lavoro, del rispetto anche dal punto di vista civico. Was wüssten Sie gern von Ihrer Kollegin? Welche Herausforderungen Sie in Ihrem Arbeitsalltag begleiten mit dem Führen einer Firma mit Geschwistern in Zusammenhang? Riuscire ad andare d'accordo, rispettandosi, però anche criticandosi. Credo che di base ci deve essere un rapporto d'amore. Cosa vuol dire per una donna lavorare in Germania? Die Frauen heutzutage in Deutschland haben ganz, ganz viele Chancen, aber natürlich auch nach wie vor Herausforderungen. Muss die Politik bessere Rahmenbedingungen schaffen, um eben Vereinbarkeit von Familie und Beruf irgendwie zu ermöglichen? Denn gerade das ist etwas, was Frauen die Chance nach oben noch ein bisschen verbaut. Ich denke, da sind wir auf einem guten Weg und jede deutsche Frau hat ganz tolle Karrierechancen.